Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac Rebirth. Und hier haben sich gerade meine Kabel miteinander vermischt, das ist nicht gut. Und meine Katze sitzt auf dem PC-Bildschirm, was soll's. Und ich sage mir jetzt das halt nicht mehr das Datum, keine Ahnung warum. Na egal. Wir sind beim Tweet Mode und ich will den Tweet Mode mit Eve machen. Ich habe nämlich mal wieder richtig Lust auf Eve. Und dann schauen wir erstmal das erste Item an. Oh, das ist schon mal HP ab. Gehen wir wohl ein paar Mal öfters durch die Tür. Gut, dann schauen wir erstmal, was wir hier haben. Klarer wäre auf, hier hochzulaufen. Ach, die nervt gerade echt. Toll, nur die schlichten Flammen. Ich habe noch kein Geld. So, was ist das für eine Rune? Change. Die können wir natürlich gut gebrauchen. Eigentlich hätte ich mich jetzt auch in den Flammen verletzen können, aber was soll's. Gut. Damit hätten wir schon mal den Curse ausgelöst. Vielleicht sollte ich die Rune jetzt schon benutzen, denn das, was ich hier sehe, finde ich nicht so toll. Auch nicht viel besser. Und was ist das? Ist das ein Würfel? Wir werden es wahrscheinlich gleich herausfinden. Warum kriege ich so viel HP ab mit Eve? Ich meine, es ist wichtig, so War of Babylon zu machen direkt am Anfang. Ich hätte den Snack eigentlich nicht einsammeln müssen, aber es ist sinnvoll für Devil Deals. Ich hoffe, dass wir ein paar gute Devil Deals bekommen. Das sind da schon die nächsten. Ja, das ist schon die nächste Welle. So, die haben es ziemlich gut geschafft gerade. Ich bin begeistert. Ach, das ist ja einer der schnellen. Zum Glück ist Eve ja eh super schnell. Ja, da ist noch einer. Ich hätte ich fast nicht gesehen. Das ist erst die vierte Welle gewesen. Da sind ganz schön viele Gegner gerade. So, da oben kommt noch einer. Ein langsamer. Sag mal, ja, jetzt sind aber viele Zombies gerade. Also für mich sind das die Zombie-Gegner. Ich tue die als Zombie halt direkt Überbegriff sozusagen. Nee, das war perfekt gerade. Oh, fasst mich rein. Ich wusste doch, da oben sind bestimmt auch noch ein Set. Also sind es insgesamt 8, stimmt's? Oh, das war knapp. Mad Fight. Hey, ist da oben irgendwas explodiert? Ach ja, stimmt, ich erinnere mich. Oh, das ist die letzte Welle. Das ist ganz... Und dann, das kriegt man doch hin. Also der Malibu muss auf jeden Fall weg. Was zum... Was ist denn da unten gerade explodiert? Okay, sammeln wir alle Münzen ein. Ja, endlich ist Clara weg. Einen Schlüssel mitnehmen. Und dann finden wir mal heraus, was hier drin ist. Ein Pieper, das ist doch ganz nice. Und dann gucken wir mal, was dieses Item da ist. Evil Stats. Okay. Den habe ich auch noch nicht gehabt. Erstmal nicht. Die Blue Map, da wäre ja ganz cool, aber... Aber nee, ich hasse den Haunt im Greed Mode. Na komm schon. Ich muss den erledigen, bevor die zweite Welle kommt. Shit. Shit, shit, shit. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Als hieß ich, könnte ich jetzt gleich sterben. Ich meine, Eve ist immer ein Risiko, aber... Der Haunt ist in letzter Zeit ein echtes Problem für mich. Ich brauche viel zu lang für seine ersten Geister. Also im Greed Mode ist der Haunt ganz übel. Jetzt haben wir auch noch die Gurglings hier. Toll, jetzt wissen wir nicht, wo der Brimstone kommt. Im Moment, der Haunt ist nicht im Bild und ich habe das Gefühl, der macht da nichts. Doch. Boah, gerade Glück gehabt. Ach, shit, das... Hä? An was bin ich gestorben? Am Gürtling? Hä? Ich mach das aber gleich nochmal jetzt. So schnell gebe ich nicht auf. Ein paar Pillen. Naja, ich will nicht wirklich größer werden. Also das ist ja eigentlich relativ egal. Die restlichen Pillen sind ganz okay. Dann schauen wir gleich mal in den Shop. Oh, wir können uns außerdem gleich den Schlüssel holen. So, also erstmal machen wir uns zu War of Babylon. Jai. Vielen Dank auch. Jetzt sterbe ich. Jetzt müssen wir es nochmal machen, nur wegen der dummen Bad-Trip-Pille. Gibt's das?
Ich hätte sie vielleicht lieber draußen benutzen sollen, aber man konnte es ja nicht wissen. Der Feedboot ist gerade ein bisschen kompliziert. Nicht nochmal Bad Trip, bitte. Supi. Mach doch alles kaputt hier. Was habe ich gerade so ein Pech mit den Pillen? Also, was gibt's? Eine Fortune-Telling-Maschine, aber ich habe nicht genug Geld, um sie zu benutzen. Na gut, probieren wir es einfach. Und hoffentlich kommt diesmal nicht der Kackhorn. So, die nächsten. Es sind wahrscheinlich vier, nehme ich mal an. Und meine Katze ist wieder vor dem Tisch. Hau ab! Hoppla! Hoppla, sie ist auf Papier ausgerutscht. Das sah nicht so gut aus. Ich meine, sie ist auf allen Vieren gelandet, aber... Das nächste Mal muss ich besser aufpassen. Ja, aber vielleicht hat ja der Schock jetzt den PC-Tisch vermeidet. Wie sagt man das? Nicht vermeidet. Oh, ich weiß gerade nicht, wenn man irgendwas nicht mehr haben mag. Mir fällt das Wort echt nicht ein. Ich glaube, ihr wisst, welches Wort ich meine. Ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, welches Wort ich gesucht habe, falls es mir nicht mehr einfällt. Ach ja, ich glaube, verleidet war's. Oder sowas ähnliches. Das war knapp. So, gibt's denn hier gerade nur stationär? Und wir haben wieder ein paar Money-Booms dabei. Tut alle zusammen in die Luft fliegen. Oder auch nicht. Boah, Schweiz. Schweiz sind die schlimmsten. Wo ist denn der andere? Ah, da bist du. So. Gut, soweit, so gut. Nehmen wir erstmal das. Das war, glaube ich, die Placebo-Pille. Oh, ein Wafer. Das ist schon mal schön. Okay. Dann wollen wir jetzt mal die Bosse auslösen. Doch, das ist nicht der Horn. Das ist schon mal schön. Es sind nur die Larrys. Was mir weniger gefällt, ist, dass die Larrys natürlich immer ganz schön wild im Raum herummachen, überall Kacke verteilen und ich habe sie geteilt. Ein leicht cornern können. Und verdammt nochmal. Und wir haben nur noch 15 Sekunden. Egal, das schaffen wir. Und es ist der Duke of Lies. Das ist ja mal ganz angenehm. In letzter Zeit kriege ich sonst im Basement immer so richtig fiese Gegner. Bosse vor allem. Manchmal welche, die eigentlich in die Caves gehören. Ich verstehe das nicht. Nächste Runde machen wir dann natürlich auch noch. Wir will jetzt wenigstens einmal in die Caves kommen. Wie gesagt, Eve ist immer ein Risiko, deswegen können es ein bisschen... Also, ich will jetzt schon gerne den Greed Mode mit Eve schaffen. Also machen wir vielleicht jetzt ein bisschen mehr Greed Mode. So, haben wir hier eine... Wir benutzen mal die Fortune-Telling-Maschine jetzt. Hier sind dunkel drinnen. Heiraten habe ich schon, reproduziert noch nicht. Naja, das stimmt. Second Hand, Extended Stat Effect Time, okay. Rune Destruction. Oh, schaut euch das mal an. Ein Crawl Space. Oh, Blood Rites. Das ist ja eigentlich ein super Item für Eve. Natürlich können wir es jetzt noch nicht einsetzen. Das war nur die Speeddown-Pille. So, genau darauf habe ich es abgesehen, auf Seelenherzen. Liebes Gott, Nisse. Eigentlich keine Ahnung, was das ist. Ich nehme es mal mit. Uns wird niemals vergeben und wir sollen aufgeben. Flugpiller Luna mal wieder. Nicht den Kopf verlieren. Der Ausgang? Wir müssen ihn noch frei... Nee, den haben wir schon freigeschalten. Hm, ist das noch einer? Bounce back. Ich hätte hier gern Seelenherzen. Hm. Nehmen wir noch einen Schlüssel. So. Habt ihr gerade meine Katze gehört? Die macht vielleicht gerade Geräusche. Na gut, ich kümmere mich kurz um dich, aber ich will gleich weitermachen und aufnehmen, also... Also bitte. Entweder setzt du dich hier hin. Runter mit dem Schwanz. Ich kann so nicht weitermachen. Ich muss dich runterheben. So kann ich dich nicht hochheben. Also ganz vorsichtig. Komm, geh runter.
Ja, so ist es brav. So ist es super. So. Jetzt können wir weitermachen. Oh, kann ich sogar das Foma machen. Ich hab gedacht, er nimmt ein ganzes Herz weg. Und ja, vielleicht hätte ich den nicht so schnell. Jetzt ist es passiert. Jetzt habe ich die Envies geteilt. Immerhin sieht es mal ganz gut aus. Mal sehen, was der Teufel uns dann Schönes zu bieten hat. So, wir müssen mal diese Pokerfaces loswerden. Die kleinen. Noch drei Stück hier zu sehen. Ach stimmt, das Item löst ja auch den Dead Bird aus, also wirklich ein gutes Item für Eve. So. Oh super, und jetzt ist es Krampus. Klasse. Ich muss mich noch um die Flammen hier kümmern, damit wir uns nicht stören. Verdammt, was hat mich jetzt getroffen? War das Krampus oder die Flamme? Nee, ich bin nicht in den Brimstone gerannt, deswegen war es sicher die Flamme. Shit. Shit, schon wieder. Ach, das gibt's doch nicht. Wir werden in diesem Run weiter versuchen, mit Eve den Greedmo zu schaffen. Ich muss wirklich besser spielen. So, mal sehen, was wir diesmal hier haben. Oh, diesmal ist gleich eine Fortune Telling Machine da. Geld haben wir noch gar keins. Aber wir müssen zu Warp Babylon werden. Mit Eves lächerlichem Base Damage sind die Wellen einfach nicht zu schaffen. Irgendwie ist das ein ziemlich leerer Raum, findet ihr nicht auch? Mal sind hier immer ein paar Felsen oder sowas. Ich meine, ich finde es ganz praktisch. Wir haben jede Menge Raum zum Rangieren. Leere Räume sind eigentlich am besten. Aber es ist selten, so leere Räume zu haben, vor allem im Weak Mode. Los, verschwindet. Ihr stört. Auch ausgerechnet die. Die einäugigen Zyklopen oder was auch immer ihr seid. Hey, der eine war schon tot. Ich dachte, den hätte ich noch nicht erledigt. Ach, da oben. Da oben ist ja noch einer. Oh, jede Menge kleine Fliegen. Die kriegen wir hin in den Sekunden, die wir haben. Och nö. Jetzt sowas. Jetzt Spinnen. So, ich werde da unten ist auch noch einer. Nicht so viel. Das klappt ganz gut. Okay, Mallybooms verschwindet. Nicht so nah an mir explodieren. Und Mallygoons. So hießen sie, oder? Raus mit euren Trollbomben. So, letzte Runde. Ich frage mich, warum der eben so schnell kaputt gegangen ist. Ich meine, ich habe keine Bombe gehabt. So, das hat doch eigentlich ganz gut geklappt. So, ich nehme einen Schlüssel und den Lucky Food. Mal beides gut gebrauchen. Dann wird hier reingeguckt und dann wird das... Oh, schön, Damage ab. Und dann wird der Rest in die Fortune Telling Machine geworfen. Ui, das ist aber ziemlich gut jetzt. Wir haben riesen Damage. Ich irre. Hä, wieso habe ich jetzt nicht mit den Crickets Head? Wieso habe ich jetzt nur noch den... Ich habe den nicht vor, rauszugehen. Obwohl, doch, ich glaube, ich wollte zur Bank. Oh, das ist schön. Den brauchen wir nicht. Und nice. The Hangman, was wir irgendwo hinfliegen müssen. Okay, Bosse aktivieren. Der Wackman. Ich habe das Gefühl, du bist diesmal kein so großes Problem mit dem Schaden, den wir machen. Sag mal, hat er nicht an. Hat er irgendwie eine andere Farbe als sonst? Ich habe das Gefühl, der ist sonst anders gefärbt. Weg mit dem Kopf. Champions Gurglings. Bomben, okay. Ich habe mir eben schon gedacht, so dunkel wie die sind, haben die bestimmt Bomben. Gleich haben wir auch dich erledigt und die nächste Runde wird dann auch kein Problem. Wieso ist das Geld hier überall verteilt wegen der Bomben? So, das Coole ist, wir müssen jetzt keine Schlüssel mehr kaufen. Ich sag, aha, hier ist noch ein Boss im Untergrund. Ja, und das war Pin. Oh nein! Jetzt habe ich mich nicht mehr treffen lassen. Bloß nicht. Und hopp. Pin kriegen wir doch jetzt hin. Hier, da ist jetzt wieder Krampus drin, der mich tötet. Oh, so ein Glück. Aber da ist ein anderer Gegner drin, der auch nicht besonders gut ist.
Hallo, ich treffe dich ja überhaupt nicht. Scheiß Viech. Okay, ich nehme auf jeden Fall Gimpy mit. So, und ein Herz. Weil wir jetzt eh auf einem Herzen runter sind. Nichts, okay. Gut ist, wir müssen jetzt keinen Schlüssel mehr kaufen. Oh, schön Speed-Up. Noch schneller werden. Und Robo-Baby. 2.0 sogar. Was ich gerade in die Wand gelenkt habe. Wir haben ein... was wollte ich sagen? Ist das Laser? Das ist eigentlich nicht schlecht, das Item. Genau, wir haben ein... wie heißen die? Shell-Game-Wände. Oh Mann, ich krieg die ganzen Namen nicht mehr hin. Jo, ausgerechnet solche Gegner. Super, Seelenherz her. Und natürlich habe ich mich gleich treffen lassen. Von Boni. Jetzt natürlich wieder überall Schlüssel. Aber ich habe irgendwie gerade das Gefühl, am besten wäre es, wenn wir unsere Stats erhöhen. Also... das heißt, wir sollten nicht wirklich Special Tiers oder so bekommen, sondern auch versuchen, Tiers ab und sowas. Ihr wisst. Das könnte hier am praktischsten sein. Huch! Der hat ja noch einen rausgespuckt. Hab ich nicht gesehen. Auf jeden Fall bräuchten wir ein paar Seelenherzen. So, weg mit dir. Weg mit euch. Das hilft ein bisschen. Boah, Mann. Wie ich diese Spinnen hasse. So, jetzt weg mit dir. Vielleicht kriege ich das Robo-Baby ja zum Schießen. Nein? Endlich. Wurde ja auch mal Zeit. Ah, da laufen wieder Bonis rum. Und ich bin voll in die Knochen gelaufen, war ja so klar. Die müssen natürlich genau wie die Gegner aus Zelda sein. Okay. Ein Minimasch. Blume bringt nichts, wenn wir keine Bomben haben. Den wollen wir mal. Das finde ich gut. Was ist denn das? Keine Ahnung. Fällt mir ein, ich habe doch Hangman. Kann ich mir den Schlüssel hier auch noch holen? Ui, jetzt bin ich ganz schön winzig. Aber meine Tränen sind trotzdem noch riesig. Erstmal die Glutköpfe wegmachen hier. Dann ist Glut dran. Oder vielleicht ist Glut doch zuerst dran. Nee, den Glutkopf, der ist irgendwie eben mehr random. Chaotischer. Meine Sprache ist heute nicht besonders gut. Und wir haben den Megamon. Um es gut ist, so zu stehen. Jetzt hat er natürlich einen Hopper ausgespeit. So. Das klappt gerade ganz gut. Speit wieder ein Hopper aus. Und hier lang. Okay. Ich habe nicht wirklich viele Herzcontainer gerade, deswegen gibt es so viel Sinn, zum Satan zu gehen. Ich will gucken, was das da ist. Transcendent Tears? Was zum? Was? Die gehen hier durch. Wie cool ist das denn? Ich mache nächste Runde einfach. Weil meine Tränen sind jetzt überall. Klasse. Sie kommen einfach zurück. Wie sieht das wohl aus, wenn man da Boomstone benutzt? Ich meine, er hört nie auf, oder? Shit, hab mich treffen lassen. Ich bin so begeistert von meinen Tränen. Es ist sowieso Krampus mal wieder. Diesmal lasse ich mich nicht von dir töten. Super, das hab ich. Sag mal, hörst du mal auf damit? Mann, hat er mich jetzt fertig gemacht? Na, das könnte ziemlich broken sein damit. Tja, was machen wir am besten? Wir haben eh kein Geld hier, deswegen müssen wir weitergehen. Moment mal, die Dinger sind ja auch spectral.
Cool. Mal schauen, was es hier gibt. Hoffentlich etwas, was Seelenherzen verspricht. All Stats up. Also, ich habe hier jetzt auch recht viel Schaden ohne die War of Babylon. Oder auch nicht. Na gut, wir könnten uns immerhin zu Judas machen, wenn wir jetzt sterben. Das heißt... Supi. Ich will mich ja nicht heilen. Oh, da hinten ist eine Bombe. So selten, deswegen... Oh, Seelenherzen. Mist. Keine Münzen zu finden jetzt. Das heißt, wir müssen hier loslegen. So, ich will diese dumme Karte aufsammeln jetzt. Schon wieder der Hangman. Ich benutze ihn einfach, dann kann ich mich hier teilweise in Sicherheit bringen. Wo sind die Gegner? Ach, da. Jetzt wäre ich fast in die reingerannt. Mann, machen die mich gerade fertig. Komisch, wieso habe ich als Wurf Babylon so viel mehr Schaden? Kann mir bestimmt der Ralle erklären, oder? Ich meine, das kommt mir ein bisschen arg übertrieben vor. Mann, die Transcendent-Tiere sind aber cool. Sehe ich das erste Mal. So, wir können gleich wieder die Dings benutzen, ihr wisst schon. Da war noch eine Fliege, shit. Ja, genau das. Crystal Ball. Wieso habe ich denn heute keine Sprache drauf? Ach ja, ich habe Gimpy. Das heißt, ab und zu kommen rote Herzen aus Gegnern. Die sollte ich nicht unbedingt sammeln. Habe ich eigentlich wegen auch der Chance auf Seelenherzen vor allem gesammelt. So, und genau das werde ich jetzt tun. Seelenherzen besorgen. Gut. Oh ne, jetzt ist der Stain. Ist der verdammt... Oh, verdammt, ich habe versehentlich ausgeschaltet. Naja, ist eigentlich ganz gut beim Stain. Wo ist er denn? Keine Bullet Hell gerade. Aber gleich wird er sie machen. Stimmt's. Gut, ich kann mich ja hier verstecken ganz gut. Also die anderen Gegner. Ha, Spectre ist so cool. Champion Bloat. Ja, mach mich doch fertig. Hä? Achso, die Augen. So, wo gehst du hin? Bleib mal auf, an Ort und Stelle, du Depp. Wenigstens hat er noch keine Charger geholt. Okay, auf geht's. Extra Runde. Kein so großes Problem, denke ich. Das ist hier nur dreimal Gluttony. Okay, einmal Super Gluttony, zweimal Gluttony. Oh shit. Zwei Runen. Der Teufel ist nicht besonders gnädig heute. Petro. Muss ich einfach mal. Ich nehme die Petro mit. Achso, die waren 5. Ich dachte irgendwie, die hätten nur 3 gekostet. Da habe ich gedacht, die hätten nur 3 gekostet. Ja, auf jeden Fall. Wir werden in der nächsten Ebene erstmal den Part beenden und dann im nächsten Part weitermachen. Hoffen, den Mythmod fertig zu bekommen, lief. Also vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ich verabschiede mich mit weniger Denken, mehr Spielen. Bis zum nächsten Mal.